Die SG Bad Wildungen-Friedrichshain rief zu einem ihrer letzten Spiele in der Verbandsliga Nord. Der Abstieg ist sicher und so war das kleine Waldecker Derby gegen den Tabellenfünften SC Willingen leider nicht mehr so brisant wie eigentlich erhofft. Die Schwallenstöcker 11 gewann 2:1 beim Absteiger. Wer einen müden Sommerkick erwartete, der irrte. Zumindest anfangs bot die Partie einige Torraumszenen. Max Ulbrich scheiterte bereits nach 3 Minuten an Sven Engelhardt. Kurz danach tankt sich Waldemar Schubert durch. Yannick Wilke war allerdings Endstation. Ja, und auch Botts Schuss nach einer Viertelstunde ist noch zu erwähnen. In der 29. Minute war es dann ein Neuzugang, der die Führung für den favorisierten Gast aus dem Upland markierte. Max Toppi Ulbrich galoppierte leichtfüßig durch die Abwehr und legt clever zurück auf Tim Schade, der zum 0:1 einschiebt. Nach der Halbzeit legte Willingen etwas glücklich nach. In der 50. Minute fälscht Ansgar Vogel einen Schuss von Philipp Ulbricht unhaltbar zum 2:0 ab. Der SC Willingen versäumte es nun, das dritte Tor nachzulegen. Stattdessen brachten sie Bad Wildung wieder zurück ins Spiel. Ein Kraftakt von Vogel brachte die flache Hereingabe auf Torjäger Jan Kramer, der 9 Minuten vor dem Ende auf 1:2 verkürzte. Dieser Treffer war allerdings auch der letzte der Partie.